Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Reparaturvideo. Heute reparieren wir mal was ganz, ganz Außergewöhnliches und zwar, ich zeige es euch mal hier in der Logitech-Kamera, mein heißgeliebtes Kenwood TS850 Amateurfunkgerät. Was ist kaputt bei dem Gerät? Ich habe neulich bei dem anderen, also bei Matthias, geschwärmt, wie toll das Gerät ist. Es hat alles drin, Autotuner, einen Haufen Filter. Und es ist eigentlich mit Abstand eins der besten Funkgeräte, die es gibt im Amateurfunkbereich. Und wollte es dann testen und habe A gemerkt, dass wenn ich es wieder einschalte, wieder Saft drauf gebe, die ganzen Frequenzen weg sind, die man vorher eingestellt hat. Punkt 1. Punkt 2, habe ich gemerkt, dass hinten keine Leistung rauskommt. Und ich habe schon mal aufgeschraubt, schon mal ein bisschen reingeguckt. Und Punkt 1, die Spannungen, die er benötigt, also er hat natürlich eine Pufferbatterie drin, die er dafür benötigt, dass er die Frequenzen und so speichert, die befindet sich hier vorne irgendwo. Also die Pufferbatterie befindet sich hier drin und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, die ist ausgelaufen und auch ein bisschen was von dieser Schlonze ist über die Platine runtergelaufen. Wir werden also auf jeden Fall mal diese Batterie, also die Platine von der Batterie ausbauen, die Batterie tauschen und gucken, ob vielleicht was beschädigt worden ist an der Platine und deswegen die Ausgangsstufe nicht mehr funktioniert. Ich habe auch hier schon mal reingeguckt und hier, das ist der Autotuner da hinten. Er macht noch was mit dem Autotuner, aber es kommt hinten einfach keine Leistung raus. Ich habe dafür auch schon mal einen 100 Watt Dummy-Load vorbereitet. Den schließen wir dann hinten an, damit wir gucken können, ob Leistung rauskommt oder nicht. Wenn wir denn so weit kommen und das Teil so gut repariert kriegen, dass wieder Leistung rauskommt. So, und schon sieht man mal ein bisschen was von dem Innenleben. Das ist die Unterseite des Funkgerätes. Hier könnte man noch optionale Filter stecken auf diesen Stiftleisten, die ich jetzt nicht drin habe, weil ich ja kein Morsen und so mache. Und da benötigt man das eigentlich nicht. Den benötige ich nicht. Das war gut zu. Man kann schon hier oben erkennen, dass da Batteriesäure sich befindet. Und auch auf der Unterseite, glaube ich, sieht man ein bisschen was. Ich werde auf jeden Fall aber mal das Ganze abnehmen, das ganze Gehäuse. Mach vorher noch vielleicht ein kleines Foto. Ne, eigentlich nicht. Ich kann mir das sicher merken, wo was dran war. Und dann haben wir die Platine auch schon in der Hand. Biege die jetzt mal ein bisschen auf und zeige euch, was ich gemeint habe. Also hier kann man jetzt sehr gut erkennen, dass die definitiv ausgelaufen ist. Ich werde mal versuchen, ob ich die ausgelötet kriege. So, ich habe jetzt liebevoll die Batterie ausgelötet und auch einen neuen Batteriehalter eingelötet. Man muss dabei aber immer bedenken, wir reden hier von Amateurfunk. Das heißt, es darf auf gar keinen Fall professionell aussehen. Es muss immer so ein bisschen amateurhaft aussehen, damit es der Sache zu Genüge tut. Deswegen habe ich jetzt hier einfach einen Standard-Batteriehalter genommen, habe den hier direkt draufgelötet und auf der Rückseite habe ich ein Kabel angelötet und das Ganze noch mit ein bisschen Heißkleber vergossen, damit es hält und nun können wir eine neue Batterie einsetzen und können die dann auch praktisch und bequem tauschen, ohne jetzt die Platine ausbauen zu müssen. Die Platine selbst habe ich gereinigt, es waren sonst keine Verschmutzungen oder defekten Leiterbahnen zu erkennen. Das heißt, der Teil ist schon mal repariert, dann können wir das schon wieder einbauen. Und immer alle Schrauben zumachen, damit das Gerät weiß, oh, der ist optimistisch, der will, dass ich jetzt funktioniert, dann funktioniert es wahrscheinlich das Gerät. Vollstes Vertrauen auf mein im Stream gebautes Netzteil, denn das hängt jetzt hier auf der anderen Seite dran. Und dann schalten wir das ganze Kind mal ein. Wir drehen ihn jetzt mal auf irgendeine Frequenz, 14,32. Und nun war es so, wenn man aus- und einschaltet, behaltet er die Frequenz. Und vorhin war es so, weil ich dem den Saft komplett weggenommen habe. Warten wir mal kurz, wenn man dem den Saft weggenommen hat und dann wieder gegeben hat, war es dann nämlich so, dass dann die Frequenz weg war und jetzt behält er die Frequenz. Das ist sehr gut. Das heißt, Teil 1 ist schon mal erledigt. Jetzt ist der Dummy-Load dran. Der hängt hier über ein BNC-Kabel mit 1000 Adaptern hinten am Ausgang. Was noch erschwerend hinzukam, was ich schon auch noch gesehen hatte das letzte Mal, wenn ich jetzt auf Senden gehe, hört man das? Er klingt sehr, 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 sehr komisch. Nämlich
dreht dieser Lüfter hier nicht mehr an. Der hat ja eigentlich einen Lüfter drin, der angeht, sobald die Endstufe angeht. Und der dreht nicht mehr an. Ich hoffe nicht, dass die Endstufe kaputt ist innen drin und deswegen vielleicht auch einfach der Autotuner nicht mehr funktioniert.